Willkommen zurück zur Lok Leipzig-Karriere. Wir befinden uns in der neuen Saison mit neuen Trikots. Den Mann haben wir von den freien Spielern verpflichtet. Ich habe Said ausgeliehen. Bin mir aber ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich das hier selber feiere. Deswegen kann es sein, dass ich den dann doch verfrüht wieder abgebe. Mal gucken. Oder dass Checker mehr spielt oder so. Schröders Leihe habe ich abgebrochen. Und sonst ist eigentlich noch nichts Großes passiert. Willkommen im Fritz-Walter-Stadion. Wir treffen auf den ersten FC Kaiserslautern im DFB-Pokal. Sind letztes Jahr krachend im ersten Pokalspiel für uns rausgeflogen. Jetzt geht's gegen die roten Teufel. Wir gehen rein und unterschätzen die auf jeden Fall nicht. Ecke Ito, Kopfball Jovanovic. Und wir führen in Lautern mit 1:0. Jovanovic, aber gegen Rot-Weiß Essen letztes Jahr haben wir auch früh geführt. Von daher erstmal alle ganz ruhig bleiben. Hier die neuen Trikots gemacht von einem Zuschauer. Finde sie sehr sick dieses Jahr. Tatsuya Ito geht gut vorbei. Sieht Osman Atigan, der bleibt ruhig und wir führen in Lautern mit 2:0, erhöhen das Ganze hier. Ich finde übrigens die Lautern-Trikots ganz sick. Naja. Und Osman Atigan. Junge, 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 Lautern fällt auseinander, 3:0. Wir sind eiskalt. So. Klasse von Neudecker, der Atigan sieht. Atigan geht super vorbei, Osman Atigan. Auf wen wohl? Auf Gordon Jovanovic. Das Ding ist durch. Wir gewinnen gegen Lautern im DFB-Pokal. Ich spiele noch ein bisschen weiter, aber ich denke, ich zeige euch nichts mehr, außer es wird ein wunderschönes Tor. Das war's dann. Wir gewinnen mit 8:2 gegen Kaiserslautern im Pokal. Sind endlich mal relativ souverän. Zumindest in der ersten Runde. Mal sehen, wer uns in der nächsten erwartet. Jovanovic mit 3 Buden. So kann es weitergehen. Wir haben auch immer die wildesten Saisonauftaktgegner, die es so gibt. Wir treffen am ersten Spieltag der Bundesliga, zweite Saison, auf den FC Bayern München. In der Allianz Arena, wir gehen rein. Überspielen sie überragend, die Bayern. Coman ist Laurent davongelaufen. Coman, Flank ist auch überragend, aber Popa holt den klasse raus. Was ein Angriff der Bayern, aber was eine Parade von unserem Keeper Popa. Junge, stark. Neudecker, gut. Für Atigan, der sieht hinter den Neuzugang Ribeiro. Und der macht sein erstes Tor für uns und das im Auftaktspiel gegen die Bayern. So kann man auch von sich Rede machen. Klasse Abschluss, klasse wie er nimmt. Klasse Übersicht von Atigan. Kannst mir nicht erzählen, dass das nicht extra war. Weil da wäre ich dran gewesen. In der Mitte ist niemand. Ito rauscht dran. Und da ist aber dann irgendwie Schröder und beide unsere neuen Leute, die heute das erste Mal in der Bundesliga in der Startelf stehen, treffen direkt. Ich muss mal seinen Vornamen rausfinden, ich kann nicht immer nur Schröder sagen. Aber er macht das Tor gegen die Bayern. Ich habe gar nicht mehr mitbekommen, wo der Ball war so richtig. Alfonso Davies, die Flanke ist überragend, den muss er reinmachen, den macht er rein. Bayern ist da und hat noch Zeit hier auszugleichen. Und Bayern macht natürlich direkt den Ausgleich, Kingsley Coman. 2:2. Oh oh. Kingsley Coman, Kingsley Coman. Und da ist das Tor für den FC Bayern im Auftaktspiel. Die drehen das Spiel. Was eine bittere Pille. Und das war's. Wir verlieren gegen den FC Bayern mit 3:2. Ich habe ein paar Neuzugänge getätigt. Hoffmann zum Beispiel kommt von der SGE aus Eintracht Frankfurt. Barasi ist wieder neu ausgeliehen. Und Velis auch. Beide von Real Madrid. Leider aus Versehen beide. Ich muss sagen, ich habe erst Velis gemacht und dann dachte ich mir, ah nee, ich würde gerne Barasi wieder haben. Ja, und jetzt haben wir ihn, aber noch einen zweiten Stürmer dazu. Aber wir spielen dieses Jahr Euroleague, von daher, ja, vielleicht sogar nötig. Willkommen in Leipzig, zweiter Spieltag. Es ist mal wieder Leipziger Derby. Wir treffen auf RB im Saisonauftakt, die auch wieder mit neuen Trikots, die ich auch wieder relativ sick finde. Und wir haben vor, hier heute die ersten 3 Punkte aufs Parkett zu zaubern. Wir gehen rein gegen RB. Ito Jovanovic spielt das richtig gut. Schröder. Ribeiro, das ist gut gespielt und Ribeiro macht wieder ein Tor. Und wir führen auch hier gegen RB Leipzig. Warum auch immer er da drüben nicht so richtig mitkommt. Ja doch, jetzt kommt er mit, aber Atigan legt doch rüber. Und da ist nämlich wieder Ribeiro. Der Mann spielt einen Hauf. 45. 2:0 gegen RB, aber wir haben auch gegen Bayern 2:0 geführt. Von daher ganz ruhig. Ribeiro, Jovanovic, Atigan. Ich war mir so sicher, dass wir jetzt nachlegen. Machen wir nicht, weil Osman Atigan den nicht reinmacht. Klasse von Heinke. Was eine Grätsche.
Boah, und wir haben den Ball und die Chance zum Konter. Morley. Morley auf dem Weg zum Keeper. Morley, Morley. Und da führen wir mit 3 zu 0 kurz vorm Ende. Das könnte die Entscheidung sein, müsste die Entscheidung sein. Durch den Engländer. Gut gespielt. Dombrova auf Hufak. Hufak geht überragend vorbei. Hufak wollte ihn selber machen. Kriegt ihn aber nicht rein. Und das war's. Wir gewinnen 3 zu 0 gegen RB, gegen den Letztjahresmeister und holen die ersten 3 Punkte in dieser Saison. Feyenoord, AEK Athen und den Namen versuche ich besser nicht auszusprechen. Dritter Spieltag und der nächste interessante Gegner. Wir treffen auf die SGE. Los geht's, wir wieder in Gelb. Kriegen direkt mal sonst was ab. Rote Karte für Gibri, so. Boah, weiß ich ja nicht. Ah, schon ein bisschen hart. Natürlich trifft er nur die Beine, aber ist auch so ein bisschen von der Seite eigentlich. Aber Frankfurt direkt in Unterzahl. Jetzt kommt Touré für Favre. Junge, Frankfurt mit dem Konter. Ojeda. Das ist ein klarer Elfmeter. Also eigentlich wäre das Tackle übel easy gewesen, aber Heinke hat es irgendwie verkackt. Und so wie er es verkackt hat, wäre es ein Elfmeter. Ito. Ito legt rüber. Jovanovic. Jovanovic wie letztes Jahr in Wolfsburg. Verwertet er diese wunderschöne Vorlage von Tatsuya Ito einfach nicht. Riesenchance. Und da muss ich auch mal den VAR gegen mich anwenden. Das muss Elfmeter geben. Heinke macht das ganz ungeschickt. Aber wir haben Glück. Boah, wieder Frankfurt. Kolomoani macht das überragend. Die Chance Popa auch überragend. Klasse Parade. Und die Kontergelegenheit über Ito. Atigan, Jovanovic. Da durchzukommen. Aber Ito sieht Jovanovic und im Konter machen wir die Führung. Und das wurde auch Zeit. Boah, Kolomoani. Und wieder ist Popa da. Was eine Riesenparade. Die zweite in Folge. Und Frankfurt drückt, obwohl sie in Unterzahl sind. Ito wieder mal zu schnell. Ist gut gespielt, Atigan. Gordon Jovanovic. 2-0 in Frankfurt. Da steht meilenweit im Abseits. Oder auch nicht. Gordon Jovanovic, Hattrick. Also vielleicht mit ganz viel Glück. Aber eventuell ist er auch doch im Abseits. Ganz, ganz enges Ding. Atigan. Neudecker. Ja, spätestens jetzt ist es die Entscheidung. 4-0. Ich werde das Spiel zu Ende simulieren. Und am Ende steht ein 5-0. Ribeiro trifft auch noch. Wir verlieren einfach die Simulation gegen Pauli, Alter. WTF. Ich dachte mir, ich simuliere das jetzt hier weg, weil wir gleich Euroleague haben. Aber naja. Ganz kurz. Wir haben 2 Spiele gewonnen, 2 Spiele verloren, sind trotzdem 5. Ganz, ganz komische Tabelle. Wolfsburg auf dem 1., danach Bayern, dann Dortmund. Und Leute, was richtig schön zu sehen ist, RB Leipzig auf Rang 17. Junge, erster Spieltag der UEFA Europa League. Willkommen in Rotterdam. Wir treffen auf die Niederländer und wollen das erste Mal Punkte mitnehmen. Sehen hier auch Pyrotechnik in unserer Kurve. Und wir gehen rein. Boah, erste große Lücke. Und Atigan, Osman Atigan, direkt die Führung. Dritte Spielminute, er ist kalt vorm Tor. Und er feiert vor unserer Kurve hier in Holland gegen Feyenoord. Neudecker, Atigan, Jovanovic. Und wir führen mit 2-0 bei Feyenoord Rotterdam. Und das relativ früh im Spiel. Atigan, Atigan, Atigan legt noch einen drauf. Ich glaube, wir brauchen das Spiel gar nicht zu Ende machen. 3-0 zur Pause. Endergebnis ist ein 1-3 in Rotterdam. Erstes Mal, dass wir gegen Hoffenheim spielen, glaube ich. 5. Spieltag in der Liga, diesen Punkt gleich mit uns. Deswegen dachte ich mir, machen wir mal. Wir gehen rein gegen Hoffenheim. Verliert den Ball am überragenden Neudecker. Und wieder ist ein bisschen Platz da. Schröder. Guckt nochmal ganz oben. Da ist Baumgartner. Und da ist Velis, die Leihgabe von Real Madrid. Mit seinem ersten Spiel hier. Und er macht direkt die Führung. Boah, ist ein guter langer Ball. Ein sehr guter langer Ball. Und Hoffenheim macht den Ausgleich durch Boadu. Klasse von Heinke. Ribeiro. Jovanovic führt den startenden Velis und der macht den Doppelpack. Sieht Velis. Der zieht auch an und macht das richtig gut. Hattrick bzw. Dreierpack von dem Mann, der aus Spanien von Real Madrid per Laie kam.
Schröder steckt gut durch. Jovanovic. Jovanovic. Entscheidung in Hoffenheim. Wir sind durch hier. Endergebnis einfach 5:2. Im Regen von Leipzig gegen den Sportclub aus Freiburg. Oh oh. Ritsu Doan bleibt so cool und macht das 1:0 für den SC Freiburg. Und da gibt es die Kontergelegenheit für uns, das spielen wir bisher überragend. Baumgartner zieht mal durch. Baumgartner muss es alleine probieren, hinten ist Ito, Tatsuya Ito staubt ab. Und es ist der Ausgleich gegen den SC Freiburg durch den kleinen Japaner. Nochmal Schröder. Ribeiro! Und da ist die Führung für uns durch den Brasilianer, der auch so eine gute Saison spielt. Schröder ist auch eine richtige Maschine. Es macht richtig Spaß mit diesem Team. Am Ende steht ein 4:1. Ribeiro trifft nochmal. Ich habe zum Ende simuliert. Das ist die erste Simulation in der Euroleague, weil es Heimspiel war. Einfach gegen AEK Athen gewinnen wir 2:0. Ein Heimspiel machen wir aber safe auch in der Gruppe. Gegen den VfB in der Liga gibt es einen 3:2-Sieg. Ito und... Komm, nochmal Ito. Artigan. Oliver Schröder, einfach bester Vorlagengeber. Habt ihr das gesehen? 7 Vorlagen in 6 Spielen. Richtig stark. Hat Jovanovic jetzt auf jeden Fall erstmal den Rang abgelaufen. Also den 6er Jovanovic. 2:2 gegen den FC. Neudecker und Ito. Wie gesagt, in der Gruppe läuft es ganz gut. Wir treffen auf Roter Stern Belgrad in Belgrad und hoffen auf einen Sieg. Das wäre der 3. Und das würde fast schon mehr oder weniger das Weiterkommen bedeuten. Die haben auch neue Trikots. Wir gehen rein. Schröder, gut für Gordon Jovanovic. Und dann macht er das 1:0 auswärts in Belgrad. Ladies, zurück zu Baumgartner. Boah, ist das gut gespielt. Und dann ist Oliver Schröder kalt vorm Tor und bringt uns gegen Roter Stern Belgrad zurück in Führung kurz nach der Pause. Der spielt so eine überragende Saison. Letztes Jahr ausgeliehen an die Hertha und hier ist er der Mittelfeldmotor schlechthin neben Neudecker. Einfach überragend. Langer Ball auf Velis. Kommt mit Glück an. Und da ist Jovanovic, der abstaubt. Und da ist das 3:1 gegen Roter Stern Belgrad. Und dabei bleibt es dann auch. Kurz mal schauen, wie es läuft. Wir sind auf Rang 5 in der Liga. Mit 16 Punkten nach 8 Spielen. Mit einem Sieg können wir auf Rang 4 vorstoßen. Und die Euroleague läuft auch überragend. Wir sind der allererste mit 9 Punkten. 3 Siege am Stück. Und alle anderen haben 3 Punkte. Perfekt. Und gegen Wolfsburg verlieren wir leider. Pokalspiel in Leipzig. Wir treffen in Runde 3 des DFB-Pokals auf die TSG aus Hoffenheim. Baumgartner, Jovanovic. Oh, ich habe so gepanickt. Scheiße. Neudecker sieht, dass Jovanovic da gut Platz hat. Und der wird gefoult, weil er den Ball richtig intelligent hochlupft. Und es gibt den Elfmeter für uns gegen Hoffenheim. Artigan gegen, wie auch immer er ausgesprochen wird, er vergibt. Oh, das gibt es nicht. Da steht er so frei. Und natürlich liegen wir im Pokal mal wieder hinten. Hoffenheim mit dem 1:0. Was hat der da im Kopf? Dieser Scheißwettbewerb. Raste aus, ey. Ach, Digga. Dass wir das auch nicht verteidigt kriegen, das war's. Wir sind raus im Pokal. Wieder einmal. Benjamin Sesko. 2:0. Erstes Mal Borussia Park. Nicht in der Simulation, sondern richtig. Wir spielen gegen die Borussia. Gegen die Elf vom Niederrhein. Läuft jetzt auch gerade im Hintergrund. Die haben ebenfalls neue Trikots, die ihr hier sehen könnt. Wir gehen rein und hoffen auf einen Sieg. Wir müssen eine Reaktion zeigen. Oh, ist gut gespielt. Sehr gut gespielt, aber was Popa da rausholt teilweise, ist wirklich krass. Riesenparade von unserem Keeper. Wie er den hält, ist ganz unkonventionell, aber nice. Da ist mal Platz, den er attackieren kann. Neudecker, der Ball ist gut gedacht und auch gut gemacht. Und da ist das Tor. Wir sind übrigens die beste Offensive der Liga mit 26 Toren. Und Gordon Jovanovic zeigt mal wieder, wieso. Jovanovic, Atilgan. Und da legen wir direkt nach 13 Minuten gespielt 2:0 in Gladbach. Und auch er trinkt erstmal einen Tee. Am Ende legen wir noch 2 nach 4:0 durch Jovanovic und Ito noch. Europacup-Atmosphäre in Leipzig. Hier ist sonst was los. Und wir haben Bock, denn wir können einiges schaffen heute. Willkommen in Leipzig, wir treffen wieder auf Roter Stern Belgrad und können heute das Weiterkommen in der Gruppe fix machen. Haben 9 Punkte, alle anderen haben 3. Ich glaube, wenn wir gewinnen, sind wir durch. Wenn ich nicht komplett lost bin, wir gehen rein. Beste Aufstellung, let's go. Schröder, gut für Jovanovic.
Gordon Jovanovic muss es alleine machen. Gordon Jovanovic mit Hilfe des Pfostens. Da seht ihr auch nochmal die Tabelle. Und wir führen früh gegen Belgrad. Attigan sieht Ribeiro, der ihn gut mitnimmt. Ribeiro am Verteidiger vorbei. Ribeiro vom Keeper. Ribeiro, der macht sich auch so bezahlt, der Brasilianer. 2:0. Und wahrscheinlich die Vorentscheidung. Schröder für Attigan im richtigen Moment. Der denkt dran, dass Schröder auch noch da ist. Oliver Schröder, der spielt auch so eine Abrisssaison. 3:0 gegen Roter Stern Belgrad. Das Ding ist durch. Am Ende gewinnen wir 4:1 und wir gucken uns jetzt mal die Tabelle an. Wir sind weiter und das relativ safe auch schon als Erster. AEK Athen muss jetzt beide Spiele gewinnen und wir müssen beide verlieren. 3:1 Simulationssieg gegen die Hertha. Ribeiro trifft dreifach und Forsberg bei Hertha. Die Simulation gegen den Tabellenletzten geht natürlich schief. 2:0 gegen Augsburg. Junge, ey. Am Ende verlieren wir tatsächlich mit 1:3 gegen Feyenoord. Ich hoffe, wir müssen jetzt nicht noch zittern. Bundesliga gegen Union Berlin. Die sind relativ weit unten. Wir gehen rein. Oh man, fucking Union geht in Führung. Warum sind denn diese kleinen Scheißvereine, die wirklich unten in der Tabelle stehen? Also, nee, Union ist kein Scheißverein, aber warum sind die denn immer so overpowered? Ich fass es nicht. Ach, wir spielen ja gegen Steve Kroll, Junge. Boah, tut ein bisschen weh, bin ich ehrlich. Och, lass mich den Konter fahren, du dummes Spiel, Digga. Gut gespielt mal, Jovanovic. Jovanovic vor Steve Kroll und er macht ihn nicht. Diese Spiele gegen diese Scheißvereine, die so weit unten stehen, ist wirklich immer wie verhext, dass er den nicht reinmacht. Den macht er in 90% der Fällen rein. Ribeiro, Osman Attigan, Ausgleich. Boah, und Steve Kroll muss gegen seine alten Kollegen hinter sich greifen. Ich bin einfach mal zum Endergebnis gesprungen, weil mich das Spiel zu toll abgefuckt hat. 1:1. 14. Spieltag in Leverkusen, wir sind punktgleich. Ich glaube, Leverkusen ist auf dem 5., wir auf dem 4. Wir gehen rein. 1 in Leverkusen. Dass der aus dem Winkel reingeht, ist auch schon wieder komisch. Oh, Jovanovic im richtigen Moment. Jovanovic zum Ausgleich. Da haben sie eine riesen Lücke gelassen und Gordon Jovanovic nutzt diese aus. Ribeiro. Schröder. Attigan. Jovanovic. Nächster guter Konter. Und wir drehen das Spiel in Leverkusen. Nächster Ballverlust Leverkusen. Geiler Ball von Jovanovic auf Attigan. Attigan. Osman Attigan und wir sind auch kalt vorm Tor. Und unser Sturmduo macht das, was wir machen müssen. Tore. Das ist gut gespielt. Laurent. Nimmt den Ball. Boah, hat Jovanovic ewig Zeit. 4:1. Was machen die denn defensiv? Also ich habe schon gesehen, dass die Aufstellung von denen sehr offensiv ist. Aber dass die dann defensiv so nicht präsent sind, ist schon heftig. Und Leverkusen kommt vor der Pause zum 4:2. Junge. Am Ende bleibt es beim Halbzeitergebnis 4:2 für uns. Die letzte Simulation in Griechenland endet mit einem 2:1 Sieg für uns durch Halilovic und Chica. Und damit kommen wir als Erster aus der Gruppe hervor und stehen im Achtelfinale. Keine Ahnung, was da jetzt kommt. So sieht es übrigens gerade in der Bundesliga aus. Wir auf Rang 4. Hinter uns Leipzig. Die haben sich leider nach vorne gekämpft. Erster ist der FC Bayern. Danach Dortmund. Ganz unten der HSV. 2:2 gegen Mainz. Neudecker und Ribeiro. Oh, endlich gewinnen wir gegen den Schlusslicht mal relativ deutlich. 3:0, Attigan und Ito. 43 Tore in 16 Bundesligaspielen. Mhm. So ein Ding ist das nämlich. Und Dortmund nur 16 Gegentore in 16 Bundesligaspielen. Na, da wird denen aber heute mal einer eingeheizt. Sage ich. Letzter Spieltag der Hinrunde gegen den BVB, gegen Big Ben. Wir treffen auf meinen alten Stürmer. Wir gehen rein, Dortmund. Glaube noch ungeschlagen in dieser Saison. Let's go. Boah, hat er viel Platz vor sich, Ribeiro. Ribeiro im richtigen Moment. Für Jovanovic und wieder ist Gregor Kobel da. Und ich glaube, die haben Süle im Sturm. Ich glaube es langsam. Guck mal, wo der spielt. Das ist doch... Die haben Süle im Sturm. Ich kann das nicht mehr. Und er bereitet fast ein Tor vor. Oder auch nicht. Ja, ein bisschen weit. Niklas Süle im Sturm. Hä? Versucht mal die Flanke. Wieder ist wer dazwischen. Und der kommt zu Schröder an und da ist Jovanovic, der abstaubt. Kurz vor der Pause gehen wir in Führung gegen den BVB durch Gordon Jovanovic. Und das ist gut gespielt bisher Ito. Dazu ja Ito, müsste eigentlich schneller sein, liegt aber vorsichtshalber zu Attigan und der bleibt kalt. Und 18 Minuten vorm Ende gehen wir mit 2 Toren in Führung gegen Borussia Dortmund durch Osman Attigan. Nächste Konterchance und ein überragender Ball von Jovanovic.
für Barasi. Barasi, Barasi, Entscheidung durch den Leihspieler von Real Madrid. Guck mal, wie der Ratnik gerade hops genommen hat. Junge. Aber dann ist Hofmann halt da. So kann man eine Hinrunde mal abschließen. Wir gewinnen 3:0 gegen Borussia Dortmund. Nice. Das hier ist die Abschlusstabelle der Bundesliga. Wir sind an 5 wieder mal Europa League Platz. 33 Punkte. Leipzig vor uns, Wolfsburg vor uns, Dortmund vor uns und Bayern vor uns. Ganz unten der HSV, Union und Hertha. Krass. Pauli auf A11. Spielt eine starke Saison. Top-Torjäger ist tatsächlich Big Ben. Zusammen mit 3 anderen Spielern. Jovanovic und Ribeiro zum Beispiel. Irgendwie Ribeiro hätte ich auch nie gedacht. Jovanovic ein bisschen effektiver, hat nur 15 Spiele gemacht. Dann kommt irgendwann Attigan mit 7 Buden. Beste Vorlagengeber sind Brandt und Schröder. Ey, was der auch für eine Saison spielt, ist so krass. Neudecker auch noch dabei. Attigan auch. Wir gehen mal wieder in die Teamzentrale. Leon Heinke hat jedes Spiel gemacht. 2 Vorlagen dabei gegeben. Auch krass. Popa hat jedes Spiel gemacht. Auch so das letzte Euroleague-Spiel. Neudecker 5 Tore, 7 Vorlagen, überragend. Ribeiro 13 Tore, 4 Vorlagen, überragend. Ito 9 Tore, 7 Vorlagen, überragend. Also einen Neudecker muss ich wieder im Upgrade geben. Das ist so krass, was der performt. Wirklich unglaublicher Leader auf dem Platz, unglaublicher. Laurent 2 Vorlagen, Oliver Schröder 4 Tore, 16 Torvorlagen, 16, stört. Jovanovic 18 Tore, 8 Vorlagen, spielt ein überragendes Jahr. Attigan 11 Tore, 11 Vorlagen, ist auch überragend. Hat bei den Toren ein bisschen zurückgesteckt, dafür mehr Vorlagen. Perfekt. Also ich bin wirklich durchaus zufrieden mit diesem Kader. Der performt einfach und in der Europa League haben wir noch eine Reise vor uns. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Resttag. Haut rein. Bis dann.